Herr Buchheiter, Green Deal ist hier bei der EU im Parlament in Straßburg in aller Munde. Was sagen Sie dazu? Was erwartet uns da noch? Es ist natürlich schade, dass er immer noch in aller Munde ist. Der europäische grüne Deal ist ja das ehrgeizige, sagt sie selber, Ursula von der Leyen, damals auch Franz Timmermans, das ehrgeizige Ziel der EU, bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu werden. Könnte tatsächlich passieren, weil wir unsere Industrie in zunehmendem Maße verlieren. Und das natürlich dazu führt, was wir gerade sehen, also die Abwanderung von Miele, die Abwanderung von Stahl, die Abwanderung vieler, auch Automobilhersteller beispielsweise und Automobilzulieferer, die aktiv in ihrem Handel und ihrer wirtschaftlichen Freiheit beeinträchtigt werden. Das alles stand am Schluss vom Green Deal. Wir sind nicht absolut dagegen. Wir halten das Ganze für ausgemachte Klimahysterie, um den Kontinent ja letztendlich in auch die industrielle Verarmung zu führen. Wenn dieser Green Deal so schlecht ist, warum wird er dann umgesetzt? Das nutzt ja uns Europäern nichts, oder? Naja, wir haben sicherlich Akteure hinter den Kulissen. Das ist zum einen China natürlich, die sich darüber freuen. Es sind aber auch die USA, die sich über diese ausgemachte Dummheit, ja, es ist ja tatsächlich eine intellektuelle Dummheit, die ja gerade passiert. Wir verlieren ja Investitionen, wir verlieren ja unseren Wohlstand, den wir uns aufgebaut haben. Es ist ja nicht der Wohlstand zu Hause, das kleine Häuschen, das Auto, was man gehabt hat in der Familie, sondern es ist ja auch über die Firmen investiert worden in den vergangenen Jahrzehnten in unsere Völker, in unsere Gesellschaften. Und das wandert jetzt eben zunehmend ab. Das geht in Richtung China, das geht in Richtung der USA. Und zumindest die beiden Akteure freuen sich natürlich im Hintergrund. Und dann haben wir natürlich, wir sind ja heute hier in Straßburg auch über das ESG zu sprechen, also ökonomische, soziale oder Environmental Social Goals, also Umwelt- und Sozialziele bei den Investitionen in Firmen. Da geht es natürlich dann auch drum. Also wir haben natürlich Banken im Hintergrund, wir haben Investmentfonds im Hintergrund, die uns das Ganze als etwas ganz Wunderbares verkaufen wollen. Also man könnte am Schluss sagen, wie so häufig, und Sie erlauben mir hier das harte Wort, es soll mal wieder aus Scheiße Gold gemacht werden, das wird in diesem Fall aber nicht funktionieren. Es wird oft von grünen Kommunismus gesprochen, vom Plan Wirtschaft. Die Grünen sind aber weder in den Ländern noch hier im EU-Parlament so stark. Wie ist das zu erklären, dass da Christdemokraten mitgehen, dass da Sozialisten mitgehen? Wie erklären Sie sich das? Naja, schauen Sie mal, warum wir so viele aus der CSU, aus der CDU, aus der FDP, in der AfD beispielsweise haben, die diesen Parteien den Rücken gekehrt haben. Wir kämpfen nicht nur gegen die Grünen, sondern im Grunde kämpfen wir gegen einen grünen Zeitgeist, der verschiedene Mainstream-Parteien eben unterwandert hat in den vergangenen Jahren. Sicherlich aufgrund falscher Ratschläge von Wahlkampfmanagern beispielsweise, die gesagt haben, in der politischen Mitte, um die man ja permanent kämpft angeblich, da sind eben die ganzen grünen Ideologien eben zu Hause, ja, Umweltschutz. Aus dem Umweltschutz ist dann der Klimaschutz erwachsen, der völlig absurd ist per se. Also ich glaube, wir kämpfen gegen einen Zeitgeist hier und dieser Zeitgeist hat krebsartig verschiedene Parteien durchdrungen. Ist diese EU noch zu retten? Kann man das Steuerrad noch rumreißen oder muss dieser Apparat da einfach beiseite geschoben werden und ein neues Europa aufgebaut werden? Das werden wir sehen. Ich glaube, diese EU ist nicht zu retten. Ja? Also egal, wo man hinschaut, es wird sicherlich losgehen bei der Euro. Wir haben seit langem nicht mehr über die Euro-Rettung geredet, wie es dem Euro als Zahlungsmittel überhaupt geht. Das, glaube ich, per se ist schon ein Zeichen für sich. Diese EU in dieser Form, wie sie momentan ist, ist nicht zu retten und das ist auch gut so, denn diese Bürgerferne, die wir über die letzten Jahre gesehen haben, denn im Grunde ist es ja auch das jetzt gerade mit dem Green Deal, das ist ja etwas, was den Bürgern aufoktroyiert wird von oben, was im Grunde einer plebiszitären Betrachtung nicht standhalten würde. Wenn ich eine Volksbefragung dazu machen würde, dann würden 3/4 der Leute sagen, das wollen wir nicht. Wenn ich eine Volksbefragung machen würde zur Migration jetzt gerade, würden 90% der Leute sagen, das wollen wir nicht. Also es sind komplett entkoppelte politische Prozesse, die wir hier in Brüssel und in Straßburg sehen und dem Ganzen muss ein Ende bereitet werden. Insofern ist die Frage nicht, wann ist diese EU fertig? Ich glaube, sie hat ideologisch und intellektuell schon längst abgeschlossen mit sich selber, sondern wie schnell geht der Neuaufbau eines wirklichen europäischen Projektes im Sinne der europäischen Völker und ich glaube, wer da Zeichen setzen will, der muss an den 9. Juni denken, denn dann haben wir natürlich die erste Möglichkeit, hier wirklich was zu verändern. Da bin ich gespannt. Vielen Dank. Dankeschön.